Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Stier und Aszendent Stier. Willkommen zu Ihrem Monatshoroskop für den April. Liebe Stiere, im April werden einige Neuheiten und Reorganisationen in Ihrem Alltag, Ihren Arbeitsbedingungen und bezüglich Ihrer Gesundheit auftreten. Mars wird sich den gesamten Monat lang in Ihrem Zeichen befinden. Deshalb könnten Sie währenddessen eine höhere Energie verspüren und sich stärker fühlen. Allerdings sollten Sie vorsichtig in Ihren Beziehungen sein, denn Sie könnten sich schnell ärgern und zu voreilig reagieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dieser Phase eine fieberhafte Krankheit oder grippale Infektion erwischen wird, ist sehr hoch. Deshalb sollten Sie den gesamten Monat lang ganz besonders auf Ihre Gesundheit achten. Der im Zeichen Widder fortschreitende Merkur könnte in dieser Phase dafür sorgen, dass Sie sich selbst etwas hinterfragen werden. Insbesondere in der ersten Monatshälfte könnten Sie Ihr Leben, Ihre Bedingungen und auf Sie wartende Aufgaben und Erledigungen überdenken und Pläne machen. Die erste Woche des Monats wird äußerst lebhaft sein, denn am 4. April wird eine Mondfinsternis auftreten. Diese Mondfinsternis wird eine bedeutende Veränderung oder Verwandlung in Ihrem Arbeitsleben aufkommen lassen und könnte einige Veränderungen in Ihren Arbeitsbedingungen, Ihrer Arbeitsweise, Ihrem Alltag und Tempo sowie Ihren Angewohnheiten auslösen. Sie könnten neue Entscheidungen treffen. Auch hinsichtlich Ihrer Gesundheit könnten Sie Bewusstsein gewinnen. Falls einige gesundheitliche Empfindlichkeiten auftreten, vernachlässigen Sie diese bitte nicht und lassen unbedingt Ihre ärztlichen Routineuntersuchungen durchführen. Das Dreieck von Sonne und Jupiter wird uns an den ersten Tagen des Monats etwas mehr Glück schenken. Für Sie könnte insbesondere die Freude innerhalb Ihres Zuhauses und Ihrer Familie ansteigen. Während dieser Phase könnten Sie mehr Unterstützung von Ihrer Familie erhalten. Auch hinsichtlich Immobilien, Besitztümern oder familiärer Geldangelegenheiten könnten Sie Glück haben und Unterstützung erhalten. Nach dem 11. wird Venus sich vom Zeichen Stier trennen und in das Zeichen Zwillinge übergehen. Venus im Zeichen Stier wird Sie an den ersten Tagen des Monats natürlich finanziell sowie spirituell unterstützen. Sie könnten sich etwas attraktiver und anziehender empfinden. Für Tätigkeiten im Bereich der Ästhetik, der Schönheit und Pflege sollten Sie die ersten 10 Tage des Monats, also die Position der Venus im Zeichen Stier, nutzen. Nach dem 11. April, sobald Venus in das Zeichen Zwillinge übergegangen ist, wird es Ihnen im Bereich der Finanzen behilflich sein. Somit könnte ein Anstieg in den Geldern, die Sie sich verdient haben, verzeichnet werden. Falls in der letzten Zeit die Dinge zum Stocken kommen, wird mit dem Übergang der Venus in das Zeichen Zwillinge eine Beschleunigung und ein Reichtum in diesen Bereichen entstehen. Nach dem 15. April wird Merkur in Ihr Zeichen übergehen, meine lieben Stiere, und wird sich bis Monatsende dort befinden. Demzufolge wird Merkur Sie hinsichtlich der Bildung, hinsichtlich wirtschaftlicher Themen sowie dem Thema Reisen unterstützen. Merkur wird bis zum 1. Mai im Zeichen Stier bleiben. Ein Neumond wird am 18. im Zeichen Widder aufgehen. Mit dem Neumond im Zeichen Widder könnten Sie vielleicht einige neue Schritte in Bezug auf Ihre Angewohnheiten, Diät und Ihre Gesundheit machen. Dieser Neumond könnte Ihnen auch spirituell sowie geistig einige neue Chancen einbringen. Darüber hinaus könnten Sie den Neumond auch dazu nutzen, eine Therapie zu beginnen, einige gesundheitlichen Behandlungen, körperliche Reinigungsverfahren sowie geistige Heilungsverfahren durchzuführen. Vielleicht könnte Ihnen ein kurzer Urlaub in dieser Phase ganz gut tun. Ab dem 20. April wird die Sonne in Ihr Zeichen übergehen. In der letzten Woche des Monats wird Ihre Energie und Motivation besonders hoch sein. Ihre ultimative Phase wird beginnen, meine lieben Stiere. Die Position vom Mars in Ihrem Zeichen, dessen Vereinigung mit der Sonne sowie dessen Wechselwirkungen mit dem Pluton im Zeichen Steinbock werden dafür sorgen, dass Sie sich sowohl körperlich als auch geistig sehr stark fühlen werden und werden Sie dazu ermutigen, bleibende und entschlossene Schritte zu tun, meine lieben Stiere. So viel zur Auswertung für den April. Machen Sie es gut und bis bald.